Letzten Mittwoch hat Jerome Powell bei seiner Pressekonferenz Seltsames gesagt. Er gebrauchte 15 Mal das Wort disinflationär. Wurde gefragt, ja, wie schaut es denn aus mit den Financial Conditions? Die seien doch lockerer geworden. Passt das der Fed überhaupt in den Kram? Powell gesagt, ach wieso, die sind doch gar nicht lockerer geworden, etc. etc. Die Folge war, die Märkte interpretierten das als eine Art Freifahrtschein für eine massive Rallye. Naja, wenn der Pauli offenkundig nichts dagegen hat, dass die Financial Conditions sich lockern, indem zum Beispiel die Aktien steigen, dann tun wir das mal eben. Und vor allem diese Erwähnung des Wortes disinflationär. Aha, Paul denkt also auch so die Logik dann, dass die Inflation jetzt deutlich nach unten kommt, also bald kein Problem mehr ist. Also wird die Fed dann in 23 die Zinsen senken. Paul hat das ja auch nicht ausgeschlossen, dass man das tun würde, wenn die Inflation so deutlich nach unten kommt. Und heute ist der Paul wieder an der Reihe, nicht bei einer Pressekonferenz, sondern er tritt auf im Economic Club of Washington heute Abend. Und da wird jetzt eben entscheidend sein, bestätigt er diese extrem dovischen Aussagen, die all dem widersprechen, was die Fed in ihrem Protokoll, was andere Fed-Mitglieder immer wieder gesagt haben, was Paul selbst gesagt hat, oder wird er ein bisschen diese Aussagen einfangen, vor allem nachdem am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten ja so stark waren und an den Anleihenmärkten ein komplettes Umdenken jetzt gebracht haben. Man geht nicht mehr davon aus, dass in 2023 die Zinsen gesenkt werden, aber schauen wir uns die Gemengelage mal an. Hier sehen wir Auftritt von Jerome Powell, 18:45, ist keine Rede, sondern da ist ein Moderator eben, der ihn da befragt und dann wird er schön antworten. Das Ganze dürfte maximal dauern dann bis 19:30 Uhr. Also das wird keine lange Geschichte. Paul wird da ein bisschen sich den Fragen und Antworten stellen. Ist natürlich dann ganz wichtig, was für Fragen gestellt werden, ob David Rubenstein, der hier mit ihm spricht, wirklich den Finger in die Wunde legt. Hier sehen wir jetzt eben diese veränderte Situation durch die US-Arbeitsmarktdaten. Job market could mess with the Fed's plans, wie Axios hier schreibt. Und ein Analyst sagt hier, es ist Zeit, dass die Fed jetzt sich damit auseinandersetzt, die Terminal Rate noch weiter nach oben zu setzen, also den Gipfelpunkt der Zinsen noch weiter nach oben zu verschieben. Und das ist eigentlich der Game Changer, den wir jetzt am Freitag mit den US-Arbeitsmarktdaten gesehen haben, obwohl wir hier zum Beispiel einen sehr, sehr klugen Kommentar auf Finanzmarktwelt oder darf ich hier mal zitieren, der sagt, ja, es ist bei dem Bureau of Labor Statistics, das diese Daten erhebt, hat man sozusagen eine Anpassung der Labor Force vor allem vorgenommen, also derjenigen, die überhaupt dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Da seien 870.000 zivile Labor Force Menschen dazugekommen zwischen Dezember und Januar. Das hat man dann hochgerechnet auf die 60.000 befragte Haushalte. Kurz gesagt, da mehr Leute in die Labor Force aufgenommen wurden, wurden die statistischen Ergebnisse aus der Befragung auf die nun höhere Zahl an arbeitenden Amerikanern extrapoliert. Wenn man das also praktisch rausrechnet, dann wären das sicherlich weniger Jobs. Und ja, da ist sicherlich was dran. Ich glaube nicht, dass diese Zahl so außerordentlich gut gewesen ist, ohne bestimmte Effekte. Allerdings ist der Arbeitsmarkt Arbeitsmarkt insgesamt, und das sehen wir aus anderen Zahlen, etwa den Erstanträgen etc., Job Openings, also den Jobs, ist der immer noch sehr, sehr stark, ist die Nachfrage nach Arbeitskräften sehr stark, und das genau ist ja das Problem für die Fed. Wir können schlechterdings die Zinsen nicht senken, wenn der Arbeitsmarkt zu stark ist. Aber kommen wir jetzt mal zu diesen 15 Disinflationär-Erwähnungen von Jerome Powell. Er hat das also sehr, sehr oft immer wieder betont im Gütersektor, nicht im Dienstleistungssektor. Da hat er gesagt, Ex-Housing, Dienstleistung, Ex-Housing, also ohne den Hausmarkt. Da sehen wir nach wie vor Druck. Aber er hat eben auch gesagt, we have a long way to go before rate cuts could be considered. Und hat auch gesagt, wir werden die Zinsen a couple of times nochmal anheben, was ja mindestens zwei bedeutet. Also das war die Botschaft von Jerome Powell. Und dann vor allem dieser Satz, financial conditions have significantly tightened over the last year. Das hat die Märkte auch elektrifiziert, weil sie gesagt haben, naja, so ganz stimmt das
nicht. Es gibt ja von Bloomberg einen Index für Financial Conditions, es gibt einen von Goldman Sachs über diese Financial Conditions und es gibt den Chicago Fed National Financial Index, also einen der Fed selbst gewissermaßen. Und hier sieht man ja, je höher das Ding geht, umso rigider sind die Finanzkonditionen. Da sind wir jetzt deutlich runtergekommen, aber im Vergleich zum Januar 2022 doch deutlich rigider. Das wahrscheinlich hat Paul gemeint. Die Märkte, wie gesagt, haben das als Freifahrtschein interpretiert. Und jetzt hat gestern justament die San Francisco Fed ein Papier veröffentlicht und hat gesagt, ja, die Financial Conditions könnten sich weiter straffen und die Aktienmärkte dürften dann fallen, so sagt man es hier. Nämlich erfahrungsgemäß, oder wenn man sich die letzten Tightening Cycles anschaut, die letzten Zyklen, wo die Geldpolitik gestraft wurde, dann sind die Aktien gefallen und auch die Anleihemärkte haben Schwierigkeiten bekommen. Also die San Francisco Fed prognostiziert gewissermaßen fallende Aktienkurse, könnte man sagen, und sagt eben auch, naja, die Finanzkonditionen haben sich schon deutlich gestrafft. Wie ist das wiederum gemeint? Das steht nicht in diesem Papier, aber ein anderes Fed-Mitglied, auf das sich das Mouthpiece der Fed, Nick Timiraos, bezieht, sagt, im vierten Quartal ist der Anteil der Banken, die gesagt haben, sie haben bei ihrer Kreditvergabe, haben sie ihre Standards höher gesetzt, haben also strengere Kriterien an der Kreditvergabe angelegt, ist deutlich gestiegen. Hier sehen wir diesen Anstieg. Das heißt, die Banken sind schon ein bisschen vorsichtiger bei der Kreditvergabe. Auch das gehört natürlich zu den Financial Conditions. Also es ist ein kompliziertes, ein komplexes Bild. Eins ist klar, die Fed ist natürlich jetzt durch diese Arbeitsmarktdaten unter Druck und Bostic hat sich jetzt geäußert, der Atlanta Fed-Chef, und hat gesagt, ja, das kann natürlich bedeuten, dass der Zinsgipfel weiter oben ist, dass wir den anheben müssen und wenn nötig, dann müssen wir auch nochmal große Zinsschritte machen, nämlich 0,5er-Schritte. Das schien ja eigentlich schon vom Tisch. Man sprach seitens der allermeisten Fed-Mitglieder außer James Bullard immer nur noch von kleinen Zinsanhebungen. Das ist also sozusagen das, was sich jetzt verändert hat. Die Aktienmärkte haben noch nicht drauf reagiert so richtig, ein bisschen schon, aber vor allem die Anleihemärkte mit steigenden Renditen, die Devisenmärkte mit einem steigenden Dollar haben reagiert. Jetzt sagte zum Beispiel jemand von JP Morgan, also es fühlt sich nicht an, als würden die jetzt alle darauf warten zu verkaufen, die Investoren, sondern es fühlt sich eher an, die warten darauf, dass ein Pullback kommt, dass sie wieder kaufen können, ja, und so hat man wirklich den Eindruck, wenn man sich die Entwicklung an den Aktienmärkten anschaut, das will man nicht so wirklich wahrhaben. Das ist jetzt die seltsame Situation. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Putkäufe vor der Rede von Jerome Powell, was Indexoptionen betrifft. Schaut man sich dagegen einzelne Aktien an, US-Aktien wie Tesla, wie Apple und so weiter, da dominiert ganz klar noch das Call-Geschehen. Ich hatte über die Optionen gestern gesprochen, bewegen 40% oder dieser Optionsmarkt ist für 40% der Bewegungen zuständig. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesen Financial Conditions und wir sehen, die hängen zusammen mit der Inflation. Die Inflation ist runtergekommen, als die Financial Conditions sich gestrafft haben, rigider wurden, strenger wurden. Jetzt sehen wir, dass die Financial Conditions sich wieder deutlich auflockern, bedeutet Nachfrage, die Leute sind wieder reicher auf dem Papier, die sagen sich, wow, lass uns konsumieren, alles nicht ist so schlimm. Und hier unten sehen Sie das, was erwartet wird für die Inflationsdaten, die genau in einer Woche, nämlich nächsten Dienstag, veröffentlicht werden, 17. Februar. Da wird ein Anstieg sowohl der Kernrate um 0,4%, das ist ein richtiger Schluck aus der Pulle, und die CPI-Headline-Zahl mit 0,5%. Also das sind ziemlich deutliche Anstiege, das heißt die Inflation dürfte im Januar dann nochmal deutlich angezogen sein, zumindest zum Vormonat, zum Vorjahresmonat ist die Tendenz natürlich nach unten gerichtet, weil der Basiseffekt immer höher wird, also die Latte faktisch immer höher liegt. Kommen wir zu den Marktgeschehen gestern, meine Damen und Herren. Wir sehen, Nasdaq war schwächer gestern, der war ja natürlich auch der Index, der am meisten gestiegen ist in diesem Jahr. Wir sehen gestern wirklich ein klassisches Schema, Utilities, Consumer Staples waren vorne, also die defensiven Sektoren. Wir sehen Technology unten, also das ist durchaus so zu erwarten. Wir haben gesehen, dass die Anleiherenditen weiter nach oben gegangen sind. Die hatten hier Kaufsignale durch eine positive Divergenz im RSI. Da wäre auch noch ein bisschen Platz bei den Renditen und das ist wie mit dem Dollar.
Anstieg der Renditen, steigender Dollar, normal schlecht für die Aktienmärkte und umgekehrt. Jetzt schauen wir uns mal dann eben die Terminal Rate Expectations über 5% geschossen. Wir sehen, dass man jetzt bis Anfang 2024, sehen Sie in der unteren Grafik links, keine Zinssenkung mehr erwartet. Und damit sind die Märkte so ein bisschen jetzt auf die Linie der Fed gekommen. Also das, was die Fed in ihren Dotplots eigentlich immer angesagt hat, das ist jetzt in den Märkten, in den Anleihemärkten, in den Fed Fund Futures durchaus eingepreist. Hier mal im Chart der VIX. Riecht ein bisschen nach Ausbruch, aber vielleicht ist meine Nase verstopft. Wir haben den S&P 500 darunter, der meistens mit diesen niedrigen VIX-Niveaus einhergeht. Meistens sehen wir dann ein Hoch, wenn der VIX ganz unten ist und umgekehrt. Wir sehen den VIX Daily. Jetzt mit dem Versuch wieder auszubrechen, gelingt das oder kommt der nächste Rückwurf? Jetzt haben wir vorhin gesagt, oder habe ich vorhin gesagt, dass JP Morgan sagt, naja, es fühlt sich so an, als wollten die Leute nur den Rücksetzer abwarten, um wieder zu kaufen. Aber viele haben schon gekauft, wie wir hier aus dieser NAAIM-Number sehen. Da sind wir jetzt bei knapp 80. Also wir haben den höchsten Investitionsgrad seit März 2022. Wir sehen, dass die Financial Conditions deutlich laxer geworden sind, während gleichzeitig jetzt eben sich die Zinserwartungen nach oben schieben. Und alle Welt und Schmitz Katze und Nachbars Lumpi oder wer auch immer, die sind short im Dollar. Das sehen wir hier in der oberen Grafik, aber der Dollar ist ausgebrochen. Ich hatte gezeigt oder versucht zu zeigen in diesem Chart von Ron Walker, dass jedes Mal, wenn der Dollar aus einer solchen Abwärtsbewegung dynamisch nach oben ausbricht, dann die Aktienmärkte zu einer Korrektur ansetzen. Und es gibt ja einen Unterschied zwischen einem bullischen Markt, einem Bullenmarkt und einem Bullshit-Markt, könnte man sagen. Was wir derzeit sehen, ist vor allem ein Bullshit-Markt, wo eben dann, oder auch ein bullischer Markt und ein Bullshit-Markt, nämlich in diesem bullischen Markt, der kein Bullenmarkt ist, steigen Bullshit-Werte wie Bed Bath and Beyond. Ich hatte mehrfach auf Fear and Greed verwiesen, auf diese Optionen, die massiv nach oben schießen. Diese Zero DTEs, das sind also Optionen, die am selben Tag noch ablaufen, massiv gekauft werden. Aber ein solcher Shit-Wert wie Bed Bath and Beyond gestern jetzt dann nachbörslich 38% abgestürzt. Warum? Weil jetzt eben die Firma die Möglichkeit nutzt, das ganze dumme Kapital, das da reingeflossen ist, jetzt als Kapitalerhöhung zu nutzen. Man sagt also, wir werden mehr Aktien ausgeben. Der Aktienkurs gestern wieder massiv nach oben geschossen, dann abgestürzt. Also das zeigt, diese Rallye ist nicht von Qualität getragen. Aus meiner Sicht ist ein gesunder Bullen Markt von gesunder Qualität getragen, nicht von den Schrottwerten, von solchen Werten wie Bed Bath & Beyond. Hier rechts sehen wir mal die Umsatzentwicklung von Bed Bath & Beyond. 2013 noch 11,5 Milliarden Umsatz, dann 12 Milliarden, jetzt war man 2022 noch bei 5,7 Milliarden, also das zeigt den Abstieg dieses Unternehmens, aber es zeigt eben diese Schrotthaftigkeit dieser Rallye, dass eben die meist geschorteten Aktien stark steigen, also es ist ein Short Squeeze, der da passiert ist, und eben dann solche Social Media Lieblinge wie Holger Cepic hier zeigt. Und das ist genau der Punkt. Die Retail-Trader, die Privatinvestoren denken, dass wir in 2023 jetzt einen Boden gemacht haben und wollen jetzt wieder Big Tech kaufen, also praktisch so eine Art Echoblase aus dem Jahr 2020/21 wiederholen. Aber wir sind in einem anderen Umfeld. Tech läuft gut, wenn die Zinsen null sind. Wenn die Zinsen unten sind, Tech läuft nicht so gut, wenn die Zinsen bei 5% sind. Jetzt muss sich Mike Wilson rechtfertigen, der sagt, naja, der bärische Case hat sich verzögert ein bisschen, aber er wird schon kommen. Klar, das bringt natürlich Bären wie oder Skeptiker, die auf die mangelnde Qualität dieser Rallye hinweisen und sagen, Leute, wir haben eine schlechtere Earnings Season, die wird sich immer schlechter, immer stärker verschlechtern, also die Gewinnaussichten für die US-Unternehmen. Das ist eine Geschichte, die eben gegen eine Rallye spricht. Und hier sehen wir mal die Stationen einer Bärenmarkt-Rallye. Erstens Short-Eindeckungen haben wir massiv gesehen, dann Gamma-Squeeze, Market-Maker,
Die müssen dann bei diesen massiven Call-Positionen mitgehen, die das Underlying selbst kaufen. Dadurch entsteht weiterer Aufwärtsdruck. Dann kommen Quantfonds noch mit rein. Dann kommen die Retail-Investoren mit rein. All das haben wir jetzt gesehen. Dann beginnen die ersten wieder leer zu verkaufen, die noch leben. Die meisten hat es erwischt. Dann wird dieses Gamma wieder umgedreht. Das heißt, die Market Maker, die das Underlying kaufen mussten, müssen es nicht mehr halten, verkaufen das. Das erzeugt also praktisch dann Verdruck auf der Unterseite, dann die Quantfonds und dann ganz am Schluss eben die Retail-Trader. Jetzt hier die Hedgefonds cut risky bets at fastest pace in 2 years, wie das Prime Broker Desk von Goldman Sachs und JP Morgan sagte, weil man sagt, naja, die Dinge sind ein bisschen zu weit gelaufen, die Buying Frenzy war einfach zu krass. Mal sehen, ob die recht haben, wenn wir jetzt kurz noch zu einer neuen interessanten Zahl über Twitter kommen. Da haben sich nur 180.000 User in den USA für dieses blaue 8-Dollar-Häkchen registriert, nur 290.000 weltweit, also nicht einmal 0,2% der Nutzer. Und das zeigt, dass diese ganze Geschichte für Elon Musk weiter schwierig bleiben wird, weiter ein großes Thema bleiben wird. Und wenn wir nochmal zu ChatGPT kommen, dann ist die Situation jetzt so, dass Baidu wohl auch ein Bot hier rausbringen will, einen Konkurrenten zu ChatGPT, 8% die Aktie gestiegen. Google will jetzt da etwas rausbringen, also jetzt will jeder dabei sein, aber das ist wie damals in der Euphorie, als das Internet aufkam. Nicht überall, wo Internet draufsteht, wird überlebt. Nicht überall, wo KI draufsteht, wird daraus die ganz große Nummer. Das wird auch diesmal nicht passieren. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Die erste geht um den Industriestandort Deutschland. Wir haben heute Zahlen der Industrieproduktion, -3,9%, größter Rückgang seit März 2020. Wir sehen also einen fortgesetzten Prozess der Deindustrialisierung in Deutschland. Viele sagen ja, Fuckmann, warum sprichst du immer über Energiepolitik, halt dich doch da raus, bleib bei deinen Leisten, bla bla. Nein, das tue ich nicht. Warum? Weil wir haben es hier mit Themen zu tun, die nicht nur uns alle betreffen und unsere Kinder, sondern eben zentral mit Wirtschaft und Finanzmärkten eben auch zusammenhängen. Deswegen moniere ich, dass 1x1,1 ist und nicht 1,375, wie eben die Hoffnungsträumer in der Regierung erwarten, die erstmal alles abschalten und dann sagen, ja ja, wir müssen ja nur mehr Windkrafträder bauen, dann wird schon alles. Nö, ist nicht so, wenn du mehr Windkrafträder hast und dann weht der Wind, dann musst du viele wieder abschalten, weil sonst die Netzstabilität nicht mehr gewährleistbar ist. Also da kommt man schon sehr deutlich an die Grenzen der Physik. Jedenfalls hier ein interessanter Artikel: Unternehmen, der Industriestandort Deutschland schafft sich ab. Das hat für uns alle Konsequenzen. Deswegen möchte ich diesen Artikel am stärksten empfehlen, meine Damen und Herren, wie auch diesen Artikel. Weltgrößter börsennotierter Hedgefonds setzt jetzt auf einen Schwellenländer ausverkauf. Die Schwellenländer sind ja super gelaufen, auch mit der Dollarschwäche. Aber was ist, wenn jetzt eben diese ganze Geschichte sich umdreht? Wenn die Inflation nicht so schnell runterkommt, weil der Arbeitsmarkt zum Beispiel so stark ist, dann ist alles für die Katz. Das ist die zweite Empfehlung. Heute das Marktgeflüster, wohl etwas später, denn ich will da Paul noch mitnehmen. Macht ja keinen Sinn, ein Video zu machen und dann ist vielleicht ein paar Minuten alles anders und alles, was ich gesagt habe, ist irgendwie veraltet. Deswegen heute wahrscheinlich etwas später das Marktgeflüster. Jetzt sage ich Servus und ciao. Die zwei Artikel zur Empfehlung. Ciao.